In Deutschland sind etwa 73 Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert und sie haben alle 3 Jahre Anspruch auf einen Gesundheitscheck bei einem Arzt. Da fragt man sich, warum brauchst du das eigentlich und was genau wird dort gemacht? Fragen wir mal Anne. Hey Anne, warum braucht es diesen Gesundheitscheck? Hi Gunther. Bei den Check-up-Untersuchungen geht es ganz grob um 3 Themen. Erstens, mögliche Erkrankungen sollen so früh wie möglich erkannt werden. Zweitens, wird bei dem Check-up eine Krankheit erkannt, dann sollte sie rechtzeitig behandelt werden. Und drittens, basierend auf den Untersuchungen kann euch eure Ärztin wertvolle Ratschläge geben, auf was ihr auch in Zukunft achten solltet. Verstehe, Krankheiten früh aufspüren, die richtigen Behandlungen einleiten und Lebensstil entsprechend anpassen. Klingt logisch. Aber was genau wird dort gemacht? Genau, ganz wichtige Frage. Wie läuft die Untersuchung eigentlich ab? Erstmal muss ich mir einen Termin machen. Am besten beim Arzt, einer Ärztin der Allgemeinmedizin. Das geht zum Beispiel über sogenannte Terminbuchungsplattformen, mega einfach. Da gibt es den Dienst der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Der hilft jedoch nur bei gesetzlich Versicherten. Dr. Lieb, Dr. Fleck, Yameda etc. Dann kommt aber die Untersuchung. Genau, und die Untersuchung beginnt dann mit der sogenannten Anamnese, das heißt ein Gespräch zwischen der Ärztin und der Patientin. Dabei werden Informationen aufgenommen über bestehende Erkrankungen, zum Beispiel ob es eine Herzerkrankung gibt, Diabetes etc., sowohl bei dir selbst oder in der Familie. Dann gibt es die klinische Untersuchung mit Blutdruck, Bewegungsapparatuntersuchung, Herz und Lunge werden abgehört, die Haut, Reflexe, alles weitere wird untersucht. Dann wird Blut abgenommen und ins Labor geschickt. Das Ergebnis ist dann natürlich erst ein paar Tage später verfügbar. Und gemessen wird hier das Lipidprofil, die Fette im Blut. Hier gibt es viel Erfahrung, wie die Referenzwerte sein sollten. Und wenn die abweichen, dann muss man eben gegebenenfalls handeln. Und wann gibt es das Ergebnis? Tja, die Ergebnisse gibt es entweder direkt im Termin oder das Labor ein bisschen später, je nachdem, wie auffällig oder unauffällig das ist. Ah, alles klar. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Klingt logisch, aber warum macht es trotzdem nicht jeder? Tja, gute Frage, warum das nicht jeder macht. Das ist irgendwie noch so ein kleines Geheimnis. Umso besser ist es, dass wir darüber sprechen, dass viele Leute wissen, es gibt dieses Angebot, es ist kostenlos und es ermöglicht eben, Krankheiten früh zu erkennen und gegebenenfalls auch zu agieren.